Und ahoi. So, da ist er wieder mit einem kleinen Tutorial. Sprich einer kleinen Reparaturanleitung. Und zwar folgendes. Wir hatten bei unserem Hyundai Tucson das Problem, dass wir haben Geräusche irgendwie vom Heizungskörper, da vom Lüftungsmotor, von diesem Gehäuse unten gehabt, auf jeden Fall. Das Problem war hauptsächlich das, dass wir die Scheibe vorne, die Frontscheibe nicht freigekriegt haben. Sprich, es kam viel zu wenig Luft raus und halt ein knackendes Geräusch. Ich werde euch das auch gleich nochmal mit einem Video irgendwie einspielen, damit ihr das vielleicht mit eurem Fahrzeug abgleichen könnt. Ich hatte es in dem davor oder in dem vorigen Tutorial schon mal gesagt, bei unserem Auto gibt es scheinbar eine Besonderheit, die sich dann hier auch wieder ganz klar herausgestellt hat. Und zwar haben wir wahrscheinlich, oder mittlerweile ist es ziemlich sicher, ein Reimport, ein EU-Import, ein, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendein Auto, auf jeden Fall kein deutsches. Also keins für den deutschen Markt. Ich habe zweimal versucht, nach Fahrgestellnummer diesen Stellmotor zu bestellen. Und beide Male habe ich einen verkehrten Motor gekriegt. Tatsächlich, also wenn ihr ein Hyundai Tucson habt, der definitiv ein deutsches Fahrzeug ist, sprich für den deutschen Markt, wahrscheinlich erkennbar daran, dass es ein Ein-DIN-Radio hat, also so ein normal hohes Radio und kein Doppel-DIN. Also das ist jetzt so der einzige Unterschied, den ich jetzt so wüsste, woran man das jetzt erkennen kann. An der Fahrgestellnummer kann man es jedenfalls nicht erkennen, weil ich habe beide Male diesen Motor nach Fahrgestellnummer bestellt und beide Male einen verkehrten Motor bekommen. Ja. Der Motor für das Fahrzeug für den deutschen Markt hat ein Plastikarm mit so zwei Mitnehmern. Und der regelt scheinbar, also so würde ich jetzt sagen, zwei Klappen. Und der Motor, den wir für unser Auto brauchten, also ist ein 2008er Hyundai Tucson, 2 Liter Benzin Typ JM, hat eine Plastikscheibe mit drei so Rillen drinne. Auch das zeige ich euch gleich nochmal als kleines Video oder als Bild. Ja, wie gesagt, die Endnummer für diesen deutschen Motor, ich nenne es mal so, ist E200. Und unser netter Hyundai-Vertragshändler hat herausgefunden, dass es noch drei weitere Nummern gibt. Und zwar die Endnummer E300, E900 und E950. Wobei E900 und E950 scheinbar Kia-Nummern sind. Letztendlich macht das aber irgendwie nichts. Also man kann bei Kia Hyundai-Teile bestellen, bei Hyundai wahrscheinlich auch Kia-Teile. Das ist ja ein Konzern. Also auf jeden Fall habe ich im Nachhinein nochmal bei Kia nachgefragt und auch die haben mir dieses Teil mit der Endnummer E200 angeboten, was definitiv verkehrt ist. Richtig ist das Teil mit der Endnummer E300. Emil 300. Ja. Wie gesagt, das Hauptproblem war ein knackendes Geräusch von unten und wenig Luft aus den Luftdüsen oben für die Frontscheibe. Und ja, dieses Knacken kam scheinbar daher, dass im Motor dieses Schneckengetriebe kaputt war und dieses Zahnrad halt einfach übergesprungen ist und somit die Lüfterklappen nicht verstellt hat. Also ich denke mal, der Motor, um den es geht hier, ist der Motor auf der linken Seite und der ist scheinbar zuständig für
Luft oben, Luft unten, Luft Mitte unten, Luft Mitte oben, Scheibenbelüftung und keine Ahnung. Also auf jeden Fall dafür, weil die Heizung selber, kalt, warm und solche Sachen, das ging. Das ging die ganze Zeit, auch mit dem knackenden Motor. Klimaanlage funktionierte beim Hyundai Tucson nur ab einer bestimmten Temperatur. Ich muss jetzt lügen, ab 18 Grad oder ab 21 Grad Außentemperatur oder so funktioniert erst die Klimaanlage. Der unterscheidet sonst tatsächlich nur zwischen Klimaanlage und Heizung. Und wahrscheinlich denkt sich Hyundai, bei 5 Grad Außentemperatur brauche ich keine Klimaanlage. Was auch irgendwie richtig ist. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal das kleine Video. Dann könnt ihr sehen und auch hören, dieses Knacken des Motors. Und wenn ich mit dem Finger, wie in dem Video gezeigt, den Motor oder diese Scheibe so ein bisschen anschieb, dann bewegt sie sich. Ich kann sie dann auch wieder zurückstellen bis zu diesem Punkt. Und wenn ich dann wieder drauf tippe und der Motor sich wieder in die andere Richtung dreht, dann knackt es wieder und er stellt halt die Klappen nicht um. Hier mal das Video. So, also, was müsst ihr jetzt machen, wenn ihr diesen Motor austauschen wollt? Ich hatte anfangs den Verdacht, es ist der Motor auf der rechten Seite, es klang zumindest so, nach etwas Forschen und vergeblichem Auseinanderbauen habe ich dann aber gemerkt, es ist der Motor auf der linken Seite, also Fahrerfußraum. An den Motor kommt man relativ schnell ran. Das ist jetzt keine ganz große Sache. Was ihr braucht, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher. Und da würde ich euch tatsächlich empfehlen, diesen Schraubendreher nicht allzu lang zu nehmen. Also wenn ihr also früher gab es das zumindest mal, wahrscheinlich gibt es das jetzt immer noch, diese umsteckbaren Schraubendreher. Und die sind nicht ganz so lang wie so ein ganz normaler Kreuzschlitzschraubendreher. Und ihr braucht irgendwie tatsächlich irgendwie ein bisschen was Kürzeres. Oder vielleicht geht auch so ein Griff mit einem Kreuzschlitzbit oder irgendwie sowas. Oder in biegsam oder irgendwas. Aber so ein ganz normaler, mittelgroßer, ich nenne es mal so, Kreuzschlitzschraubendreher, da kriegt ihr Schwierigkeiten oder so ein bisschen Schwierigkeiten, den Motor bzw. dieses Blech abzuschrauben, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Also als erstes müsst ihr die Abdeckung unterm Lenkrad abschrauben. Das ist keine wirklich große Sache. Das sind zwei Schrauben und dann ist diese Abdeckung nur noch mit vier so Clips gehalten. Ich zeige euch das mal hier im Bild. So, jetzt, wenn ihr schräg reinguckt, kann man diese helle Plastikscheibe und den Motor eigentlich schon ganz gut sehen. Um den Motor auszubauen, müsst ihr eigentlich nur den Stecker abziehen. Nehmt dafür eine Taschenlampe oder das Handylicht oder irgendwas. Dann seht ihr an dem Stecker so eine kleine Verriegelung, so einen kleinen Schnurpsel da, den drückt ihr rein und zieht den Stecker raus. Es geht dann einfacher, dann hängt das Kabel da nicht so im Weg. So, und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, wenn ihr den Motor bekommen habt, also bei mir war es jedenfalls so und auf den Bildern sehe ich es auch immer so, ist dieses Halteblech mit dran. Also das heißt, ihr könnt den Motor komplett mit dem Halteblech abschrauben. Das geht an der oberen Schraube relativ gut und an der unteren Schraube geht's eher scheiße.
weil da ist dieser Plastikauslass von diesem Heizungskasten davor. Das heißt, ihr müsst den so ein bisschen nach hinten ziehen und dann irgendwie wirklich blind mit dem Finger da irgendwie fühlen und gucken, wo da die Schraube ist. Deswegen auch der etwas kürzere Schraubendreher, weil die Lenksäule ist im Weg und es nervt vollends. Es ist wirklich ätzend. Ihr könnt das natürlich da abnehmen und den Motor nachher irgendwie, den neuen Motor so mit dem Blech da wieder dran schrauben. Ich habe es jetzt halt anders gemacht. Ich habe die beiden kleinen Schrauben direkt an diesem Plastikmotor abgeschraubt und habe den Motor samt dieser Plastikscheibe von dem Blech genommen. Das ist ein bisschen fummelig. Vielleicht kann man auch die obere Schraube einfach ein bisschen lösen oder, also ich habe sie rausgedreht, dass man das Blech so ein bisschen nach hinten ziehen kann, weil in diese Plastikscheibe da hinten greifen drei kleine Mitnehmer. Und das sind diese Plastikschnurpsel oder das sind so Schnurpsel, die halt die Klappen in diesem Heizungs Gebläse, Kasten, Dingsbums, hin und her bewegen. Also ihr seht das auch, wenn man den Motor in der Hand hat, beziehungsweise wenn man den Motor abgeschraubt hat, seht ihr diese Ärmchen, wo diese kleinen Pinökel dran sind. Und an der Scheibe ist auf der Rückseite, ich zeige euch das aber auch hier nochmal, da sind so drei Rillen. Und diese drei Rillen steuern halt drei Klappen. So, auf dem Bild hier sieht man den neuen Motor und den alten Motor, den ich ausgebaut habe. Ja, sieht optisch schon mal gleich aus, obwohl die Bezeichnung auf dem Motor selber eine etwas andere ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit der Baureihe zu tun hat. Die Motoren mit der Endnummer E900 und E950 sehen auch so aus. Tja, ich habe keine Ahnung. Also ich hab jetzt nach diesem Motor gesucht und eigentlich war es immer so, dass Hyundai Tucson, die Teile waren immer irgendwie 2005 bis 2009 oder 2003 bis 2009 oder keine Ahnung, wie auch immer. In diesem Fall steht auf der Original Hyundai-Verpackung 2006 bis 2009 oder irgendwie sowas. Naja gut, da wir einen 2008er haben, fällt es natürlich genau rein. Ist schon okay. Passt schon. Ja, was muss man jetzt machen? Also theoretisch braucht ihr den ganzen Kram nur auszutauschen. Wenn ihr wisst, dass tatsächlich nur der Motor kaputt ist, also der diese Knackgeräusche macht, gibt es noch eine andere Möglichkeit. In der Tat. Ihr könnt den Motor mit diesen zwei kleinen Schrauben losmachen, drückt dann mit dem Finger gegen diese Plastikscheibe, also drückt die auf diese kleinen Hebelchen, die die Klappen verstellen, und tauscht einfach nur den Motor. Weil der Motor lässt sich von dieser Welle, an der die Plastikscheibe ist, der lässt sich abziehen. Der lässt sich auch relativ leicht abziehen. Das heißt, das sind echt wirklich nur die beiden kleinen Blechschrauben. Und wenn ihr nichts verdreht und verschiebt und vielleicht die Plastikscheibe mit den Fingern so gegen das Blech, also das irgendwie so zusammenhaltet, ohne dass sich was verdreht, den Motor vorsichtig runterzieht und den neuen Motor einfach draufsteckt und die beiden kleinen Schrauben wieder reinmacht, dann war's das schon. Also ich habe jetzt in diesem Fall komplett alles abgebaut und ja, einfach weil ich die Scheibe selber nochmal überprüfen wollte. Hätte ich aber gar nicht machen müssen. Die Scheibe, da ist so ein bisschen Fett dran, die Scheibe ist aus Kunststoff und das funktioniert wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch. So, und an dieser Stelle würde jetzt eigentlich Werbung kommen. tut es aber nicht. Oder vielleicht auch doch.
Also, nein, ich mache Werbung in eigener Sache. Natürlich. Also, wenn euch das hier gefällt und wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert doch den Kanal einfach bitte und klickt die Glocke, wählt dann irgendwo an dieser Glocke All aus. Also dann kriegt ihr alle Beiträge weitergeleitet, die ich poste. Und lasst bitte einen Kommentar da oder teilt das oder kommentiert es. Also mich würde es riesig freuen und es würde mich auch wirklich extrem weiterbringen, weil YouTube ist da so ein bisschen komisch, was Reichweite angeht. Also wenn da nicht irgendwie ein bisschen was kommt an Kommentaren und sowas, dann ist halt blöd. Dann kriege ich auch weniger Reichweite oder dann erhöht sich meine Reichweite nicht. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. So, und weiter geht's. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, den Motor auf der Welle austauschen. Ist eine super Möglichkeit. Das andere geht auch, aber wie gesagt, es ist wirklich fummelig. Ihr könnt da irgendwie von vorne, also so quasi Ausrichtung Lenkrad, wenn ihr da drauf guckt, seht ihr zwei von diesen Pinökeln, also den vorderen, also quasi den zum Radio, zum Schalthebel hin, den in der Mitte und den hinteren, den seht ihr nicht. Den seht ihr ums Verrecken nicht, ehrlich nicht. Also das ist auch wirklich ekelhaft. Da kann man wirklich tatsächlich nur mit den Fingern irgendwo hinterfassen, mit dem Zeigefinger und gucken, wo diese Rille in der Plastikscheibe ist und wo dieser Pinökel von dem Hebel ist. Und dann muss man da halt ein bisschen hin und her schieben und gucken und ein bisschen hin und her drücken. Nicht nervös werden. Und dann klappt das aber auch irgendwann. Das ist nicht wirklich so schwer. Also wenn man Glück hat, geht das Ding da so drauf, wenn die Klappen so stehen bleiben und man den Motor da wieder draufsteckt, dann geht's wirklich ratzfatz. Wenn sich die Klappen irgendwie verstellen, dann muss man halt ein bisschen fummeln. Aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Es geht. So, wenn ihr den Motor wieder drauf habt, die beiden Schrauben festgezogen habt, die beiden kleinen, eventuell diese Blechlasche wieder angeschraubt habt. Ja, dann könnt ihr den Stecker wieder reinstecken und Zündung anmachen. Und dann könnt ihr über diesen Mode-Schalter einfach mal durchschalten. Wie gesagt, da gibt es diese Stellung irgendwie Fußraumbelüftung, Fußraummitte, Fußraumfenster, also Frontscheibe und so weiter. Einfach mal durch und das Ganze soll dann so aussehen wie in diesem Video hier. Jo, und wenn der Motor das macht wie im Video, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ihr könnt ja mit den Fingern auch irgendwie, ihr könnt das ja prüfen, ob der tatsächlich die Klappen für unten steuert, also Fußraumbelüftung, da müsste dann halt irgendwie mehr Luft rauskommen, die mittlere Belüftung. Wird euch ja auch angezeigt in dem kleinen Display. Da müsst ihr dann irgendwie halt extrem viel rauskommen. Fensterbelüftung, Scheibenbelüftung auch. Und dann gibt es ja noch diesen Defrost-Schalter, wo dann noch viel mehr kommt. ja, und wenn der diesen Modus hin und her schaltet und der Motor da unten irgendwie nicht irgendwie knurrt und knackt und das irgendwie so aussieht, als wenn er Mühe hätte, da irgendwas zu verstellen, weil dann ist vielleicht irgendwie einer von diesen Stiften nicht richtig drin oder so. Ja, dann war's das schon.
Jetzt müsst ihr, Entschuldigung, jetzt müsst ihr diese Abdeckung unten eigentlich nur noch einbauen. Und das ist ziemlich einfach. Ihr müsst so ein bisschen darauf achten, in diesen kleinen Schlitzen und auf diesen Nasen, beziehungsweise eigentlich gehört es, glaube ich, auf diese kleinen Nasen, sind so kleine Plastikspangen. Habe ich euch hier nochmal als Bild eingestellt. Und diese Dinger müsst ihr auch auf diese Nasen da wieder raufstecken. Die bleiben ganz gerne mal in diesen Schlitzen oben hängen. Also auch aufpassen beim Rausmachen, dass die nicht wegfallen. Wieder aufsammeln, gleich wieder draufstecken. So, und dann braucht ihr eigentlich nur diese vier Nasen da vor diese Schlitze zu halten, die Abdeckung wieder raufzudrücken, dass das einrastet und dann die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben unten wieder reindrehen. Und das war's dann auch schon. Dann habt ihr den Motor getauscht. Ah, bevor es mir noch entfällt. Also tatsächlich ist es so, dass dieser Stellklappenmotor bei Hyundai um die 140 Euro kostet, 139 oder sowas hat er mir, glaube ich, gesagt. Bei Kia kostet er, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 90 und 100 Euro. Und ich habe den tatsächlich mir aus Amerika geholt, weil natürlich hätten Hyundai und Kia mir diesen Motor bestellen können, aber die haben gesagt, wenn er nicht passt, hast du die Arschkarte. Dann habe ich einen Motor, der nicht passt. Den nehmen die nicht zurück, weil es ein elektronisches Bauteil ist. Ich habe den tatsächlich über Amazon bestellt in Amerika. Und das Ding hat tatsächlich nur etwas über eine Woche gebraucht, glaube ich, um hier anzukommen. Ich glaube, es waren 6 Tage, 7 Tage, inklusive Wochenende. Und er hat gekostet 79 Dollar und schieß mich tot Cent, was umgerechnet, ich glaube, 64,75 Euro oder keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh sind. Um die 65 Euro, inklusive Versand. Und es ist tatsächlich ein Original-Hyundai-Teil, in einer Original-Hyundai-Verpackung mit diesem komischen Glitzy-Hologramm-Label, Original-Parts-Dingsda-Bumsda da drauf. Jo, das soll's soweit gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und ja, ich denke, wir hören uns irgendwann demnächst wieder, ne? Bis dann. Tschüss. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann abonniert doch bitte den Kanal. Klickt die Glocke, lasst ein Like da, teilt oder kommentiert. Danke.